Ein Bergriese. Oder ein Bergriese. Wie die Scharnitzerin? Ah, er läuft automatisch. Dies ist das Haus, in dem die Bildhauerin Arisa lebt. Warum ist es jetzt Bildhauerin? Eben war es noch eine Schnitzerin. Hey Chris! Guck dir das mal an! Diese Statue scheint sieht richtig echt aus. Das ist unheimlich. Vielleicht ist ja jemand hier. Sehen wir uns mal um. Laufen wieder von alleine. Warte. Hey, Chris Reno. Na, was macht die Kunst? Bei dir ist soweit alles in Ordnung. Dok, dok. Hallo? Ist jemand zu Hause? Zu sehen. Es scheint niemand hier zu sein. Ja. Huch. Habt ihr euch gerade die Stimme, habt ihr auch gerade die Stimme einer Frau gehört? Hallo? Asia? Seid ihr da? Ja, in einem Augenblick. Ich öffne die Tür. Warum sieht's aus, hätte sie spitze Ohren? Seid ihr Asia? Ja, kann ich euch helfen? Also eigentlich... Oh, dieser Bogen. Verstehe. Wenn ihr wollt, versuche ich es. Wirklich? Ja. Aber... Nur unter einer Bedingung. Bedingung? Ja. Keine Angst. Ich mache es euch einfach. Nun, hören wir uns das mal an. Je nachdem, wie es aussieht, müssen wir unseren Plan ändern. Dann alles Gute und gute Besserung, Chris. Ich möchte, dass ihr eine bestimmte Person hierher bringt. Ihr wollt also, dass wir nach jemandem suchen? Nee, das klingt doch einfach. Wen sollen wir denn zu euch bringen? Jemanden, den wir kennen? Ich möchte, dass ihr mir den Elfen Brambert hierher bringt. Ihr werdet ihn bestimmt tief in Jimmerwald finden. Brambert? Ihr meint den Herrn der Elfen? Also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich denke, Brambert wird uns bestimmt helfen. Ja, das ist wirklich keine schwierige Bedingung. Das ist eine Überraschung. Ich kann es nicht fassen, dass ihr ihn kennt. Aber dadurch sparen wir Zeit. Bitte bringt ihn zu mir. In Ordnung. Also gut. Besuchen wir Lord Brambert. Ja, auf geht's. Wartet bitte. Das ist noch nicht alles. Wie? Einer von euch muss hier bleiben. Als Rückversicherung. Als Rückversicherung, dass sie ihn wirklich hierher bringt. Meint ihr, als eine Geisel? Genau.
Ich werde einen von euch in eine Statue verwandeln. Was? Das kann doch wohl nur ein Scherz sein. Ihr denkt, wir würden zulassen, dass einer von uns zu einer Statue wird? Ihr seid verrückt, wenn ihr das wirklich denkt. Es wird schon nichts passieren. Verspreche, dass derjenige nicht sterben wird. Ihr wollt doch euren Bogen um jeden Preis reparieren. Nun, bringt ihn zu mir zurück. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Hey Chris? Ja? Was denkst du? Bitte? Diese Frau ist gefährlich. Ich kann nicht erklären wieso, aber ich habe ein ungutes Gefühl. Ist dieser Bogen denn wirklich so wichtig für dich? Wir haben sowieso nicht viel Zeit. Vergessen wir den Bogen noch einfach. Das kann nicht dein Ernst sein. Nein! Dieser Bogen! Er gehört Chester! Bitte, wir müssen diesen Bogen reparieren! Wer von euch bleibt hier? Wenn ihr euch nicht einig seid, werde ich einen auswählen. Du bleibst hier. Wartet. Ich werde an ihrer Stelle hier bleiben. Nein. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Komm, stell dich ins Licht. Was kümmerst du dich, wer von uns hier bleibt, du Hexe? Hey! Amber! Amber! Bringt ihn zu mir, wie ihr es versprochen habt. Na, wir gehen besser und holen Brambert. Beeilen wir uns, ins Elfenland zu kommen. Amber! So, beeilen wir uns nochmal hier zu gucken, ob wir was plündern können. Diese Mob. Mal irgendwas, was hier rumliegt. Enttäuscht. Was für eine lebensechte Statue. 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 Lassen wir wenigstens instant durch. Gehen wir erstmal eine Runde schlafen, weil wir haben ja nochmal einen Tag Zeit. Auf den Tag kommt es ja nicht drauf an. Was gibt's denn für Eiscreme, Michel? Um 15 Uhr, ping, 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 ping. Du wurdest in einem Video verlinkt. Okay. Dann bin ich das mal. Wo ist denn hier unser... Der chillt den ganzen Tag da oben am Wasser. Rambert! Oh, ihr seid es. Vermute, eure Reise verläuft nach euren Wünschen. Stimmt etwas nicht? Eigentlich
Wir wollten euch eigentlich um einen Gefallen bitten. Und was kann das für ein Gefallen sein? Kennt ihr jemanden namens Asia? Er hat sie uns empfohlen? Ja, aber was habt ihr mit ihr zu tun? Bitte! Bitte komm mit uns! Ember wurde... Nun wartet mal einen Moment. Wollt ihr mir damit sagen, dass ihr sie getroffen habt? Das war die falsche Stimme, aber egal. Das stimmt. Und sie hat uns... sie bat uns, euch zu ihr zu bringen. Verstehe. Also gut, lasst uns gehen. Ich wollte euch nicht noch mehr Schwierigkeiten bereiten. Es ist alles mein Fehler. Immer das Gleiche. Dürfen wir die jetzt gleich aus den Latschen hauen? Dann werden alle aus Stein wieder normal. Gehen wir. Asia. Es ist kalt draußen. Warum kommst du nicht herein? Ich möchte mit dir alleine sprechen. Können wir uns ein wenig Zeit geben? Leute, ihr sitzt neben den Stühlen. Obwohl wir im Haus sind, ist es plötzlich sehr kalt. Ja. Armes Mädchen, es ist so kalt. Mint. Die lassen sich wirklich Zeit. Ich hoffe nur, Ember wird wieder zurückverwandelt. Es tut mir leid, Klaus. Es ist meine Schuld, ich wollte den Bogen repariert haben. Nun mal immer mit der Ruhe. Der Bogen ist wirklich wichtig für dich, nicht wahr? Mach dir keine Sorgen, ich bin sicher, sie wird ihn reparieren. Dann ist er wieder so gut wie neu. Du musst das verstehen. Ich kann so etwas Unverantwortliches nicht tun. Ich kann mein Volk nicht im Stich lassen. Bist du sicher? Aber ich liebe dich so sehr. Asia. Nein! Das kann einfach nicht sein. Das ertrage ich nicht. Wenn du nicht bei mir bleibst, werde ich sie nicht wieder zurückverwandeln. Was? Ihr habt es versprochen. Bitte, ihr müsst sie zurückverwandeln. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin derjenige. Es ist meine Schuld, dass es so weit gekommen ist. Ich habe dich dazu gebracht. Und... ich kann nicht länger zulassen, dass Unschuldige leiden. Verwandle stattdessen mich in eine Statue. Als Statue werden sie mich nicht zurück in den Wald bringen können. Du hast dich verändert. Du warst nicht immer so. Heute bist du schon zufrieden, wenn ich eine Statue bin. Habe ich recht? Nun, ich bin soweit. Verwandle mich in Stein, wenn es das ist, was du dir wünschst. Lord Bramwert, es gibt keinen Grund für euch so weit zu gehen. Nein.
ich mein Leben für sie geben kann. Yes. Sie ist eine Halbelfe. Und die Liebe meines Lebens. Aber warum? Yes. Halbelfen ist es verboten, den Ymirwald zu betreten. Die Elfen isolieren sich, halten dabei das Volk fest zusammen. Ach Quatsch, Michel, wie kommst du denn da drauf? Also, als Herr der Elfen habe ich keine Möglichkeit, mit ihr zusammen zu sein. Ich bin derjenige, der euch in diese Lage gebracht hat. Und auch sie. Es ist alles meine Schuld. Wenn ich dich an meiner Seite haben will, habe ich keine andere Wahl, oder? Ja, ach? Was ist passiert? Miss Amber! Bleib zurück. Bitte lasst mich. Bitte lasst mich allein. Yes. Also gut. Lasst uns wiederkommen, wenn sie sich ein wenig beruhigt hat. Es ist so frustrierend, aber im Moment können wir gar nichts tun. Ich hoffe, ihr ändert eure Meinung noch. Beeilen wir uns, Leute. Ich will sie nicht mehr sehen. Was für eine lebensechte Statue. Es tut mir leid. Bitte lasst mich allein. Als wenn sich das irgendjemand merken könnte, dass sie hier wieder zurück muss. Ach, come on. Nach all dem lassen wir nun doch den Bogen zurück. Nun, wenigstens geht es Amber wieder gut. Lasst uns von hier verschwinden. Wow, das war wahrscheinlich einfach nur irgendein Nebenplot mit dem Bogen. Und wir haben eigentlich die Welt ein bisschen beschissener gemacht dadurch. Guck mal, Michel, ein Turm ist ja fast wie ein Lufia. Jetzt geht auf einmal die Tür auf. Willing Widder. Ein menschliches Wesen lässt seine Stimme erklingen. Eine schwermütige Melodie erhebt sich. So steht es hier. Sagen, bis jetzt immer noch nicht angegriffen. Ja, danke. Leichnam. Lichtzauber-Schwachpunkt. Das ist schön, dass du hier auch so zugeschmissen wirst mit Viechern, die anfällig gegen Licht sind und wir haben nichts, was mit Licht oder Dunkelheit angreifen kann. Das ist halt auch irgendwie so dieses, wer dachte, dass das eine gute Idee ist? Nachher die Viecher eben mit der Offhand wegklatschen, dieses, hey, wir haben jetzt den Schattenzauber, komm, wir probieren mal, wogegen sie allergisch sind. Ein Schalter aktivieren. Melodie. Jant. Was? Sollen sie Monchichi-Ohren da oben haben oder sollen das Hörner sein? Sehen ja schon fast aus wie Menschen. Ja, puff. Die Briganten, die kenne ich noch. Die rennen oben um die Stadt auch rum. Ja, aber mal eine.
ich sag mal, der Schmusekater am Anfang, wo noch keine Magie hast, ist auch anfällig gegen Schlammbombe. Aber hier ist es halt wirklich die ganze Zeit. Schalter aktivieren. Man wüsste, was auf der scheiß Tafel gestanden hat. Auf jeden Fall gesessen. Wir sind ja hier locker schon über die Hälfte des Spiels hinaus, weißt du? Caster. Ich bin gewundert, warum die nicht so wirklich irgendwas machen. Nein, 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 nicht zurückrennen. Weil ich sag mal, der mit der Lichtempfindlichkeit bei Mana ist ja eigentlich auch relativ früh dabei, wenn ich mich recht entsinne, bevor du den Lichtgeist überhaupt bekommst. Ich glaube, das war auch immer im etwas, wo ich die Augenbraue gehoben habe, wenn ich bei dem Viech war. Aber Mana kann ich es halt noch irgendwo verstehen, weil ja da der größte Teil des Spiels eh fehlt, weil es ja auf Cartridge gepresst wurde. Ich erinnere immer wieder an den einen rothaarigen Typen, der auf dem sunken Kontinent oben im Tempel, ich glaube, bevor das Ding sich erhebt oder wenn er absäuft, wo er sagt dieses, ihr werdet meine Pläne nicht nochmal durchkreuzen, ihr Belger, und hängst da so. Dude, ich hab dich noch nie gesehen. Wahrscheinlich auch aus irgendeinem rausgeschnittenen Teil. Ja, oh Mana könnte ich auch mal wieder spielen. Du warst eine Frau, kann auch sein. Seine Stimme erklingen, schwermütige Müll, die erhebt sich. Okay, war das mit den Trommeln schwermütig? Das ist sehr schwermütig. Ach ja, im Tempel, das waren die Banditen. Tja, was willst du machen? Sony musste ja nicht genehmigen Prototyp bauen, dann war Nintendo angepisst und hat dann mit Philips gekuschelt. Also da sind beide Seiten hat dran Schuld. Herr Yukio, prinzipiell der Legende nach ist Chrono Trigger der Rest von Secret of Mana. Kann man das als schwermütig bezeichnen? Oh, Junge, der hat ja jetzt richtig die Backen voll gekriegt.
Das war der Eingangsbereich. Er erwartet, dass das hier der Eingangsbereich war. Und den Magier noch mit der Offhand umgenatzt. Irgendwas ist hier wieder für wenig XP gibt, ey. Magisches Auge erhalten. Ein Aquadinguen. Items. Aquadinguen, eines der Bücher der Magie, das ist das einmal das Stamm von einer seltsamen Kreatur. Haben wir ein neues Buch. Genau. So, die tun wir nicht aufdecken, weil das sind die Billo-Schwerter. Aus Verrüstung. Welches Magazin ist halt so schlecht. Du musst einen Stun-Effekt haben. So also als Dot Nasenbluten, wenn du einen Gegner mit dem Hochglanzmagazin haust. Als wenn du es im Herr der Schildkröten aufklappst im Centerfold. So. Verliert permanent Leben einfach wegen Blutung. Come on. Jetzt sind sie eh weg, ja. Mehr. Aber Michael, Trax hat garantiert einfach nur einen bescheidenen Orientierungssinn. Salbei? Das alte Buch. Nanu? Denn ein Sarano-Fragment? Ich frage mich, ob das Game hier ein New Game Plus hat. Nervensägen-Viecher, ey. Ich will mit dem Biest wegdübeln. Sind wahrscheinlich beide down gewesen. Ja. Aber die Caster sind ganz gut mit Mana unterwegs, das muss man ja doch schon sagen. Da bricht's einem dann nicht wirklich so das Genick. Warte mal. Ey, guck mal, ein mandalorianischer Zentaure. Ich gerade so, Moment. Ich kann auch als erstes springen, mein Freund. In whatever. Okay. Ach Gott, so nicht nochmal, ey. Wer seid ihr? Das ist Lunas Gemach. Ihr könnt dort nicht hinein. Wie? Ich bin die Fee Artemis. Ich beschütze Luna. Bist du eine Fee? Eine Fee? Ja, aus den Legenden? Wow. Ein übernatürliches Wesen, von dem es hieß, es sei vor langer Zeit ausgestorben.
Ich kann nicht glauben, dass du den Krieg der alten Zivilisation überlebt hast. Wir sind nicht so einfach klein zu kriegen. Wie dem auch sei, ich erlaube euch den Zutritt nicht. Wie können wir dich dazu überreden, uns doch hineinzulassen? Wenn dieses Mädchen mit den pinkfarbenen Haaren jemand küsst, dann lasse ich euch durch. Es ist mir egal, wen sie küsst. Zum Beispiel kann sie auch mich küssen. Auch smasht die Fee an die Wand. Amber? Warte. Wir müssen doch nur mit Luna reden. Du bist nicht. Genug der Streiche, Artemis. In Ordnung. Wer ist da? Artemis, gib es ihnen. In Ordnung. Miss, du bist eine Zauberin, richtig? Ja, das ist für dich. Das ist ein magisches Buch. Amberland Ray. Ray Charles. Luna ist dort drüben. Tut mir leid. Macht's gut. Er fließt vor unseren Augen. Der Kleine wirkt ja so einsam. Meinst du, er ist die letzte der Feen? Bei so Neonlicht sein. Aus Vegas geklaut. Das ist ein Elementargeist? Ich bin der Elementargeist Luna. Was ist euer Begehr? Wir benötigen deine Hilfe, um Daos zu besiegen. Daher möchte ich einen Pakt mit dir schließen. Wenn du vor unsere Kraft auf die Probe stellen möchtest, haben wir nichts dagegen. Ich suche keinen Kampf. Nicht einmal gegen ein Monster. Unglücklicherweise ist das Überleben ohne Kampf heute nicht mehr möglich. Dies ist der Lauf der Welt. Ich werde euch helfen. Wirklich? Danke, Luna. Sehr gut, dann lass uns den Pakt schließen. Jess und die anderen, trete zurück. Artemis, du hörst uns zu, nicht wahr? Ich muss gehen. Tut mir leid, wenn ich dich alleine lasse. Halte durch. Zeig mir den Mondsteinring. Ich ersuche dich, großer Elementargeist des Mondes. Zeichen des Rings forme ich einen Pakt mit dir. Mein Name ist Klaus. Ich höre noch nicht mal, was die kann, das ist ja langweilig. Klaus kann nun Luna beschwören. Luna. Gott, was ein schrecklicher Abschnitt. Zauberst du Luna oder wieder Maxwell? Ah. Laser! Alter, die wockert aber gut, ey, Junge! Dieses Neonlichtschild, das hat was.
So, und jetzt wissen wir wieder komplett nicht, wo wir hin müssen. So, nu. Komm mal hoch in die Stadt. Ja. Thank you.